Sonntagvormittag in einem der wohl schönsten Kinos von München. Im Gloria-Palast wollen die Besucher das größte Geschenk sehen. Ein Dokudrama, das von Vergebung und Versöhnung erzählt. Der St. Michaelsbund lud zu dieser Matinee und hatte als Schirmherr Generalvikar Peter Bär gewinnen können. Mich hat am meisten berührt, dass da Menschen aus ihrem Leben erzählt haben und scheinbar was fast Unmögliches geschafft haben, dass sie vergeben, obwohl ihr Leben von jemand anders erschüttert und fast an den Rand der Existenz gebracht worden ist und sie das wieder, ja, diese Kurve gekriegt haben. Die wahren Geschichten im Film über Versöhnung zwischen Kriegsverbrechern und ihren Opfern oder über getrennte Ehepaare, die wieder zueinander finden, rütteln auf. Es sind Beispiele aus dem Leben. Und es sind Geschichten, die auch mit Glaube und Religion verbunden sind. Und gerade deshalb war dem Medienhaus St. Michaelsbund diese Veranstaltung so wichtig, so der geschäftsführende Direktor Stefan S. Ja, wir wollten auch bewusst an einem Sonntagvormittag, wo ja der ein oder andere gerne auch in den Gottesdienst geht, dieses Format nehmen, um Menschen zu erreichen mit diesem Film. Jeder hat mit dem Thema Vergebung zu tun. Jeder hat in seinem Leben Brüche, wo er sich denkt, Mensch, hätte ich doch damals was anderes gemacht, hätte ich mich anders verhalten. Und das Schöne ist, das haben wir auch gelernt, es ist nie zu spät. Aber jeder muss bei sich anfangen. Filme mit christlichem Inhalt, Filme, die Glaubensbotschaften vermitteln, das ist das Besondere. Die Macher dahinter, das ist eine Gruppe von engagierten Menschen, die nicht zuletzt mit Spenden solche Projekte finanzieren. Das funktioniert wunderbar. Wir arbeiten wirklich großartig mit den Kinos zusammen, sind eigentlich durch die Bank wahnsinnig nette Menschen, also die bereit sind, sich da auf dieses Abenteuer einzulassen. Und ja, die Kinos werden ja auch voll. Also wir versuchen ja immer, dort in die Kinos zu gehen. Wir suchen dort das Kino, wo wir wissen, dass Interesse da ist. Glaubensinhalte über Kinofilme zu den Menschen zu bringen, es scheint zu funktionieren. Die Besucher von Das größte Geschenk zeigten sich jedenfalls beeindruckt von dem Film. Weil es sind ja grausame Sachen, was bei den Menschen passiert ist. Und wie die miteinander dann, also Opfer und Täter miteinander umgehen, das ist eigentlich nur ein Traum für mich, gebe ehrlich zu. Ja, also sehr bewegend, sehr ergreifend, wunderschön. Und schön wäre natürlich, wenn das auch, ich sag mal, weltweit in der Realität man erleben würde, nicht nur in Einzelfällen. Ich fand diesen Film sehr, sehr interessant und auch wichtig, weil wir jeden Tag die Chance haben, als Christinnen und Christen neu zu beginnen und Vergebung zu leben. Und es ist ein harter Prozess, der wurde nicht immer, dieser Prozess im Film jetzt in seiner Gänze gezeigt. Aber er motiviert, die kleinen Schritte zu unternehmen. Das größte Geschenk, ein Film, der bei den Matinee-Gästen vermutlich noch nachwirkt.